Oh, oh fuck. Hallo, willkommen, mein Name ist willkommen hier zurück zu At Dead of Night. Und es ist lange her, ne, anderthalb Wochen, seitdem ich was aufgenommen habe, weil ich hatte Urlaub. Aber jetzt geht's für mich weiter, für euch geht's ganz normal weiter, aber ist trotzdem ein bisschen special. Jo, wir sind langsam Richtung Ende, wir haben 85% der Hauptstory. Und ich habe gerade was gesehen. Dieser Hochzeitsring, hier steht jetzt, ich habe darüber noch nichts gefragt. Ist das so? Bin gerade voll verwirrt. Ich guck mal, ob hier irgendwo die Ding ist. Die Rose. Wo hatte ich denn mit der gesprochen nochmal? Ich hab's vergessen. Hier muss ich. Könnte das sein? Weil der stand gerade die ganze Zeit. Nee, das war da, wo sie Jimmy umgebracht hat, wa? Ja, yeah, das ist Rose. Rose. Is it Rose? Der Ring war meiner. Jemand machte mir ein Angebot, was ich nicht ablehnen konnte. Das hat sie dazu gesagt. Aber ich muss das noch benutzen für irgendetwas anderes. Geldbörse für Kinder. Das, nein, das passt nicht, oder? Nee, ich muss ja eine Sichtung machen, ne? Ich kann ja nur Paare, Sichtungen und Objekte. Heißt, ich brauche einen Ring und irgendeine Sichtung. I saw the little girl shouting to Jimmy to give her toy back. Why did he take it? Ach so, hab ich noch mal gefragt. He didn't. The girl was lying. Jimmy didn't steal things. Ah, okay. I saw a girl in the basement crying. Who was she? She was a guest in the hotel. Okay. Ich hab das noch gar nicht nachgefragt. Ich mach mal da mal weiter. Girl, Amy, holding a toy on fire. What happened? She was burned. But she kept doing dangerous things like that. Okay. She was old. I saw Amy outside a room. Something frightened her. What was it? I don't know. Could have been anything. She was a strange girl. Sie tut halt komplett das Kind falsch dastehen lassen, ne? I saw Amy drinking something. Und she didn't seem to like it. What was it? I don't know. Okay. Das hatten wir, glaube ich, schon, ne? Er kam, um Jimmy zu helfen. I saw the little girl at the top of the stairs, on the banister. What was she doing? Okay, sie wusste nicht viel über sie. I saw Dr. Bowes holding a dead animal on a wire. What had happened? Robbie said Jimmy had probably killed it himself, but I didn't believe him. Ah. Harvey sagte, Jimmy hat es umgebracht, aber er hat es ihr nicht geglaubt. Okay, wir machen mal weiter. I saw Dr. Bowes outside the kitchen talking to Jimmy. What was he doing? Okay, krass. I saw Dr. Bowes spitting out blood. What happened? He cut himself. Yeah. But then he tried to blame Jimmy. He did it to himself. It wasn't Jimmy. Sie tut komplett Jimmy schützen. Needle, talking to Jimmy. Das ist krass eigentlich. What was he doing? He was trying to medicate Jimmy. Ja, okay. I saw Dr. Bowes trying to explain what happened with Jimmy. He seemed desperate. Because he was worried about his reputation. I didn't know who to believe. But I decided to give him another chance. Okay. I saw Dr. Bowes sitting on a bed talking to Jimmy. What was he doing? Mhm, bestimmt.
Das behalten wir mal. I saw Dr. Bowes upset. The police were banging on the door. What was going on? I saw Dr. Bowes tying a rope around his neck. He killed himself. Why? Because he knew he was guilty. He did the right thing. Das ist schon heftig. Es ist absolut abartig. I saw someone on stage, a performer, announcing himself as the great Hugo. Aha, jetzt wird's interessant. Jetzt wird's interessant. When you said things developed with Hugo, is that connected to the wedding ring? Das hätte ich nie gedacht. Das hätte ich nicht gedacht. Ich habe nämlich gedacht, dass Hugo die ganze Zeit Jimmy war. Shit, Alter. Wo ist denn... Da kam noch irgendwas dazu. Dinge begannen sich zu verändern. Okay. Jetzt ist die Frage, was hat sich verändert? Da vielleicht irgendwas? Nee, ist eine Sichtung, das kann ich nicht nutzen. Shit, das wird schwer. I saw Harvey being stabbed backstage. What happened? Ah, ist fertig, ne? Die ist abgehauen. Ist sie weg? Hallo? Haut die einfach ab? Hey, das geht nicht mehr. Ey. Oh. I saw Harvey being stabbed backstage. What happened? Irgendwas war da. Ich glaube, das hängt gerade ein bisschen. Das wollte ich gar nicht. Ich schau mal ins Spiel rein. Weil bestimmt ging es weiter und es hat es nicht angezeigt. ...305 muss ich gehen. Okay, da war es safe eine Zwischensequenz, was ich aber nicht gesehen hatte, was sehr schade ist. Aber was soll ich machen? Okay, ich muss in den dritten Stockwerk, 305 muss ich gehen. Dann gehe ich da jetzt auch hin. Ich höre nichts. Hat gedauert. Ich hätte nicht gedacht, dass mit dem Hugo... Ich dachte, Hugo, also Jimmy wäre Hugo die ganze Zeit. Das hab ich gedacht. Ja, sorry, Jimmy. Ich hab's halt gedacht. Daher hast du mir jetzt... Da hättest du mir jetzt keinen rüberziehen müssen, deswegen. Es ist halt so. Was soll ich tun? Sorry, tut mir leid. Okay, ich nehm's zurück. Ja. So, jetzt holen wir mal ganz kurz mein Geistersprechgerät wieder. Weil ich ins dritte Stockwerk muss. Ich meine, es ist wie eine Abkürzung eigentlich für mich. Ähnlich. Ich wüsste eh nicht, wie es weitergeht. Aber das ist interessant. Das ist schon mal gut. Es ging schon mal gut weiter. Okay, komm. Hier, nimm meinen. Ja, yeah, genau, das wollte ich haben. Ja, nimm's mit. Ja, nimm's. Ja, cool. Mega gut. Und jetzt Raum verlassen. Wir verlassen den Raum. Wunderbar. Okay, weiter geht's. Wir gehen ja durch in das dritte Stockwerk. Und dann schauen wir mal, was da abgeht. Ich hoffe natürlich, 305 war's. Dass alles gut klappt. Und ich hoffe, dass jetzt nicht noch ein Bug kommt. Ansonsten, oder... Eine Zwischensequenz, die nicht gezeigt wird, weil ich wette, das war eine Zwischensequenz. Ansonsten würde ich das Spiel kurz schließen, nochmal neu starten. 305.
Links oder rechts? Rechts. Gibt's auch gar nicht so viele Dinger hier. Ich glaube hier rein, wa? Nö. Gut, war ja klar. Nein, wollte ich nicht. 305 ist einer der letzten wahrscheinlich. 304? 303, ja gut, das war ja klar. 305, okay, rein da. Hier ist irgendwas. War ich hier schon mal? Weiß es nicht. Ich guck mal, ob hier irgendwas ist, was ich vielleicht finde. Ganz ruhig. Spielzeug für eine, für ein Baby. So eine, ist das eine Babyrassel? So eine Babyrassel sein, ne? Okay, das ist gut zu wissen. Es ist was Neues. Ist jemand da? Die war bestimmt schwanger, oder? Ist jemand da? Nee. Keiner da. Ich muss wahrscheinlich wieder in das zweite Stockwerk, dass ich mit der Rose reden kann, oder? Muss ich wieder ins zweite Stockwerk gehen? Nur damit ich mit ihr reden kann. Babyrassel, ich muss mit dem interagieren. Zweiten Stockwerk, okay. Ich muss wahrscheinlich wieder in Jimmys Raum rein. Ach, das wollte ich gar nicht. Hoch. Ich schau mal ganz kurz, ob da jemand ist. Wenn, wäre es eigentlich relativ egal. Ich habe nur keinen Bock, dass ich jetzt unnötig weggeklatscht werde. Ja. Er ist hinter mir. Er ist genau hinter mir. Ich habe ihn genau gehört. Du Arschloch, Alter. Oh, oh fuck, ich bin tot. Scheiße, warum komme ich da nicht rein? Ah, damn. Okay, egal. Holy shit, Alter. Ich kann auch nichts mehr. Das Spiel ist... Ich starte mal ganz kurz das Spiel neu. Hier stimmt irgendwas nicht. So, hier sind wir wieder. Hoch. Ich habe das Spiel jetzt mal neu gestartet, weil das hat komplett rumgehangen. Das ist halt so das eine Manko, was ich so habe bei dem Spiel. Es hat viele Fehler. Ich habe was gehört. Nicht nur ein paar. Viele. Und das ist das Problem. Kostet 13 Euro das Spiel. Dann hättest du ein paar Probleme. Okay, gar kein Thema, ne? Alles gut. Aber so wie jetzt, ich habe eventuell eine Cutscene nicht gesehen. Was halt scheiße ist. So. Das Spiel, und das Spiel ist halt seit 2 Jahren draußen. So rum. Könnte man das halt wenigstens schon updaten oder fixen? Ich meine, die Spiele sind ja nicht nur, also die Fehler sind ja nicht nur bei mir bekannt. Wahrscheinlich schon auch woanders, deswegen. Aber gut, wir gehen mal ins zweite Stockwerk und schauen mal, was Rose sagt oder zu sagen hat. Flacker, flacker. Ich gehe wieder ganz hinten durch. Boah, hier ist voll still gerade. Genau, hier ist, glaube ich, deren Raum gewesen. Und da schaue ich jetzt mal, dass ich mit der Rose reden kann. Is anyone there? Die Babyrassel. Hello? Hey, Rose, was is geht? Rose? Das ist Miran, du bist schwanger. Yes, ja. Okay, let's go. Warte mal, also sie hat die Babyrassel in ihrem Nachttisch aufbewahrt, ne? Nicht das Baby hoffentlich. Sonst wäre da was ganz komisch schief. okay, ich würde jetzt mal ganz gerne... T-
Was könnte man dazu machen? Soll ich das mit Hugo... Mit dem Hugo? Würde das passen? Wo ist denn der? Habe ich das gar nicht mehr? Ich muss die Rassel mit irgendwas hier... Ja, das ist es, ne? Das war's nämlich. Er wollte es hier umbringen, deshalb muss ich ihn... Okay. Does that have something to do with the baby's rattle? Safe. Was für vielleicht? Hallo? Das passt nicht. Ach, da war es auch. Scheiße. Ja, vielleicht. Ich habe keine Ahnung. There was only one thing you could give Hugo. Does that have something to do with the baby's rattle? I thought having a child would solve everything. I was wrong. Yo! Okay. Ja, und jetzt? Schau mal, wie es weitergeht. Das ist die Lobby, ne? Müsste die Lobby sein. Okay, wir gehen mal zur Lobby. Hier verstecken, nee, ist gerade nicht. Wir gehen mal zur Lobby und schauen mal, wie es da... Ich habe jetzt nicht geguckt, Jimmy. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Frieden. Ich muss hier lang. Kennen wir schon auswendig. Schnauze halten. Ich muss weiter. Zur Lobby. Ich hab jetzt keine Zeit für dich. Okay. Erdgeschoss, Untergeschoss. Jetzt bin ich dumm. Erdgeschoss, Untergeschoss. Warte mal, was ist das? Oh Gott, ich bin gerade voll verwirrt. Müsste das sein, ne? Oder gehe ich jetzt zu weit? Bin ich gerade voll dumm? Untergeschoss, Erdgeschoss. Ich glaube, das ist schon richtig. Gut, hier ist irgendwas. Da ist was. Ja. Ach nee, komm, jetzt bitte nicht. Ich weiß, dass da was ist. Wie kann ich denn das jetzt triggern? Lass mich überlegen. Ich muss das Spiel neu starten. So wie ich es kenne. Is anyone there? Nee. Ist nicht. Ach fuck, soll ich gar nicht. Irgendwas muss ich da... Ach, leck mich doch. Okay, ich habe absolut keine Ahnung. Ich dachte hier vielleicht. Okay, dann gehen wir mal woanders hin. Erstes Stock oder so. Holy shit. Was ist denn da hier? What the fuck? Das ist ein Schlüssel. Basement Store. Ist unten im Keller. Fuck, was ist da?
Was? Baby in dem Aufzug? Oh, scheiße, Alter. Okay. Das hätte ich nie gedacht. Wie soll ich denn darauf kommen, dass ich den Chess Aufzug betätigen muss? Ich dachte, in diesem Flur kommt eine Zwischensequenz. Ihr habt nie was gesagt. Sorry, es gab keinen Bug. Ich bin einfach nur dumm. Es tut mir absolut leid. Wir gehen ins Erdgeschoss. Nee, Untergeschoss. Fucking hell, Alter. Da habe ich nicht gedacht. Es war wie damals mit diesem Loch, wo man sich versteckt, ne, im Badezimmer. Wo das Loch runtergeht. Wusste ich auch nicht, wo ich hin muss. Okay, hier links ist eine Tür. Da ist nichts. Hier ist eine Tür. Da ist auch nichts. Kann man aber irgendwie die Schlüssel benutzen? Ich bin absolutes Genie, Alter. Boah, ist das hässlich. Ein Lagerraum ist das. Okay. Abgeschlossener Lagerraum. Okay, was könnte hier sein? Geburtsurkunde von Jimmy Hall. Okay. Warte mal. Wait a minute. James Alexander Hall. Okay. Kann ich damit irgendwas machen? Oder... Bemerkt Test Geburtsurkunde. Ich sehe jemand. Es ist keiner. Ich gehe mal wieder raus. Wie auch immer da der Ding jetzt kam. Okay, ich muss hoch, weil der Kompass spielt nicht verrückt. Er spielt, macht gar nichts. Heißt, ich gehe mal ins in die Lobby wieder. Oder soll ich ins... Ich gehe ins zweite Stockwerk und versuche mit Rose nochmal zu reden. Weil das wäre jetzt gar nicht mal so verkehrt. Okay, ich habe die Geburtsurkunde von Jimmy. Da bin ich mal gespannt. Ich gehe mal... Hab gar keinen Bock jetzt auf dich, Jimmy. Und auch gar keine Zeit. Es tut mir leid. In der Zeit kann ich aber mal nachschauen, was mein Spiegel sagt. Ich schätze, ich muss mit Rose reden. Ja. Sag ich ja. Die Geburtsurkunde und ich muss nachfragen, wer der Vater ist, wahrscheinlich. Von Jimmy. So irgendwie, weil man kennt zwar die Mutter, aber ich glaube, den Vater kennt man nicht. Der ist vor der Tür, der Arsch. Der Blöde, wenn der jetzt auftritt, ich dreh zurück. Ich dreh dir ins... Ich habe keine Zeit dafür, Jimmy. Ich bin für dich da. Nenn mich vermisst, ja? Ich könnte eine eigene Sendung machen. Ich bin einfach dafür da, um deinen Vater zu suchen. Also hab mal ein bisschen Respekt, du Arsch. Ich weiß nur nicht, ob du noch da bist. Ich auch, ne? Nur das Blöde ist, ich kann jetzt nicht rausschauen. Das ist, ich sehe es kommen. Ich gehe raus und der tritt mir in die Fresse. 100 pro. Okay, komm, scheiß drauf. Ich will es jetzt machen, ansonsten starte ich halt vom ersten oder dritten Stockwerk wieder und ist halt dann so, ne? Was soll man machen? Oh ne, der ist hinter mir. Glaube ich. Bin ich der festen Überzeugung. Okay. Wir erinnern uns, wir sind hier in dieses Hotel gegangen, weil wir das Geheimnis von diesem Hotel herausfinden wollten. Hm. Ist dieses, hat dieses Geheimnis was mit dieser Geburtsurkunde zu tun? Das ist die Frage. Is it Rose? Ich frage erstmal deswegen was. Schreien und gefallener Aufzug, das war halt krank. I heard a man shouting and a child crying. What happened? Hugo was a violent
Was ist, wenn... Weil... Es geht ja jetzt gerade, Hugo ist ein absoluter Vollassi, ne? Und das ist doch Hugo hier. Warte, wo ist er? Hä, wo ist denn das jetzt? Dieses Magazin, wo man Hugo sieht. Hier, das ist doch Hugo. Und das ist doch die Person, die mich die ganze Zeit zusammenschlägt. Was ist, wenn das gar nicht Jimmy ist? Was ist, wenn das von Anfang an Hugo Punch ist, der mich eigentlich bedroht und so? Und Jimmy? Boah, das ist schwer, ne? Weil das ist doch Hugo. Und die Person, die mich zusammenschlägt, ist doch diese Person hier. Oder, wie ich schon mal gesagt habe, Jimmy hat eine Persönlichkeitsstörung, ist uns beide Personen. Aber dann, das mit der eigenen Mutter zu haben, dann wird es langsam absolut krank. So. Wisst ihr, dass Jimmy vielleicht das Baby ist und eigentlich noch gar nicht... Boah, das ist schwer. Okay, komm, wir probieren es mal. Es ist echt... Keine Ahnung. Ich habe Jimmys Geburtszertifikat gefunden. Es sagt, Hugo Hall ist Jimmys real Vater. Okay. Hat sie auch geklärt. Aber warum sieht er dann so gleich aus? Jimmy ist Hugos Sohn. Und die sehen so absolut gleich aus. You said Jimmy is Hugo's son. Does that have something to do with what you said about Jimmy's birth certificate? Ja, wahrscheinlich. Okay, ich will aber das mit dem nochmal. Ach fuck, das sind... Ich bin dumm. Hatte ich die zwei Sachen schon? You said Jimmy is Hugo's son. Does that have something to do with the baby's rattle? Okay. Jimmy ist Hugos in jeder Hinsicht. Ich bin ja der festen Überzeugung, weil es dieselbe Person ist. Die ganze Zeit, wie ich es schon mal gesagt hatte. Hier, ja, hier. Da steht's doch. Hugo Punch. Es war Jimmys Comedy-Nummer. Jimmy ist Hugos Sohn. Das ist doch dieselbe Person. 100 Pro, da hat eine Persönlichkeitsstörung. Boah, ey. You said Jimmy is Hugo's son. Is that connected to what you said about the Hugo Punch poster? Geh hier mal raus. Ich hab absolut keine... Ich muss ein Spiel anschauen, weil... Jimmy ist Hugos Sohn. Mhm. Okay, ich muss irgendwas mit der Geburtsurkunde machen. Irgendwas ist da... Schauen wir die Sache mal nochmal an. Also ich habe die Geburtsurkunde hier, ne? Warum denn? Is it Rose? Yes, I'm Rose. Jimmy ist Hugos Sohn in jeder Hinsicht. Boah, die Frage ist aber, wie tue ich das jetzt zusammenfügen?
Mit was füge ich das jetzt zusammen? Jimmy war auch Gos Sohn in jeder Hinsicht. Das ist irgendwas ist da drin versteckt. In jeder Hinsicht. Das soll mir irgendwas sagen. When you said things developed with Hugo, does that have something to do with what you said about Jimmy's birth certificate? Echt schwer. When you said you had to tell Jimmy the Natürlich. Truth, does that have something to do with what you said about Jimmy's birth certificate? I admitted it all to Jimmy. Jimmy didn't remember Hugo. He blocked out the memory. Hugo beat Jimmy from when he was born. For 2 years. I should have stopped it earlier. Okay. Ich glaube, ich muss in den Keller. Das sah zumindest danach aus, gerade die Tür, so eine alte Metalltür. Holy, jetzt wird's interessant. Es ist so nicht normal, dass der überall ist, wo ich hin möchte, ne? Jimmy, geh weg! Mann! Schau, du Spionageglas. Ich hab jetzt gar keine Zeit für dich. Was habe ich jetzt gedrückt? Keine Ahnung, was das ist. Lautstärke? Ich weiß es nicht. Sorry, bitte nicht. Ich hab... Der tritt die Tür wieder ein. So schnell, wie der da gegangen ist. Oh, easy. Hab nicht was anderes erwartet. So. Wo bist du? Du bist noch relativ nah. Ich weiß halt nicht, Wiener und ich weiß nicht, in welche Richtung du gegangen bist. Würde trotzdem mal rausgehen. Bitte sei nicht da. Ich will einfach nur endlich weiter. Und ich möchte in Keller. Ich bin Kellerkind, ich bin da gerne. Okay. Let's go. Mal gucken, was da noch so vor sich kommt. Hugo hatte Jimmy geschlagen. Jimmy hat Hugo aus seinem Gedächtnis verbannt. Geschlagen in welcher Hinsicht? Möglich körperlich oder... Ah, es ist echt... Also, es kann so vieles sein. Ich glaube, die Tür ist es. Holy shit, Alter. Der hat sein Baby wahrscheinlich geschlagen. Oder sein Kind, sein kleines, so richtig. Huh. Komm ich nicht rein, ne? Is it Rose? Fuck. I saw you with a wooden bat, attacking someone. Who was it? Hugo. I buried him down there in concrete, in a secret room. I should have done it sooner. I let him abuse Jimmy for too long. It was my fault Jimmy turned out the way he did. I thought the guilt would go away if I told Jimmy. I was wrong. It made it worse.
Oh shit. Sie hat ihn im Beton begraben. Boah. Mal gucken, ob wir was When you said you couldn't live with zusammen yourself, planen does that have something to do with what you said about Jimmy's birth certificate? Mm-mm. Shit, ey. Okay. Kann ich da rein? Frage ist halt jetzt. Ich glaube, ich muss hier noch irgendwas. Irgendwas muss ich bestimmt zusammenpunchen. Okay. Mit, keine Ahnung, der Urkunde oder mit dem, was ich gesehen habe, das muss ich ja irgendwie zusammenpunchen können. Ich weiß nicht wie. Rose, mit der muss ich reden. Ich weiß. Im Erdgeschoss, das weiß ich auch. Ist mir bewusst, nur mit was muss ich das mischen? Wait a minute. Die meinen nicht. Okay. Nein, oh, wollte ich gar nicht. Amy hält ein brennendes Spielzeug in der Hand. Ein Kuscheltier wahrscheinlich. Ach komm. Das gehört da. Darauf wäre ich niemals gekommen. Wenn das ist, darauf wäre ich niemals gekommen. Oh mein. Okay. Boah. Amy hält das brennende Kuscheltier. Das Hotel fängt an zu brennen. Ob das was damit zu tun hat? Ich sag, die haben ja Jimmy die Schuld gegeben. An den Brand. Vielleicht war es gar nicht Jimmy, sondern die Mutter. Oh, es ist echt schwer. Ey, es ist gerade echt. Ich kann dich hören. Rose. Es passt nicht, ich vollspacken, Alter. Aber. When you said you couldn't live with yourself, does that have something to do with what you said about the turpentine and lighter? Was hat sie getan? Sie hat irgendwas abgebrannt. Jimmy wollte sein Grab finden. Konnte er ja nicht, weil das hier drin ist, wahrscheinlich. Also hier im Keller. Und ab dem Moment, wo das Hotel halt abbrennt. Und sie wollte. Und. Sie will Jimmy nicht sagen, dass sie ihren Mann, ihren Vater, also seinen Vater umgebracht hat. Holy shit, Alter. Was für Zusammenhänge das sind. Das sind Sachen, die ich ganz am Anfang mal gefunden habe. What the fuck? Was ist das? Da drin? Nee. Dacht schon. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Cool, ne? Nein! Er ist hinter mir. Geh rein.
gar keine Zeit jetzt für Jimmy. Er ist genau hinter mir. Er war genau hier. Da. Ich hab dich genau gehört. Dein... Ah ja. Sag ich doch. Wo muss ich hin? Mit ihr reden. Wahrscheinlich. Okay. Aber in kein, ich muss im Gang sein. Ich muss nicht in irgendeinem Ding sein. Er läuft hier irgendwo. Ich bin gerade in 218, 213, 214. Heißt, ich muss in die andere Richtung. Ich muss da wieder lang. Oder? Ja. Okay. Let's go. Ich muss hier lang. Ja. Muss ich da rein? Nee. Ich muss irgendwie im Gang sein. Okay, er ist nicht da. Ich will jetzt... In dem Moment, wo er nicht da ist, will ich das direkt versuchen auszunutzen. 213, 214. Oh, fuck. Die Alte hat sich angezündet. Bitte Jimmy dir zu sagen, wo Hugo ist. I know Hugo's your father, Jimmy. I found your birth certificate, and I know Rose tried to kill him. But she failed, didn't she? Then where is he now? Es ist so, wie ich sagte. Er ist es. Well, why don't you come and meet him? It's time. Du hast Rose Geschichte vervollständigt. Okay, ich muss jetzt Jimmy suchen. Ich glaube, es ist tatsächlich so, wie ich es am Anfang gesagt hatte. Hugo und Jimmy sind eine Person. Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Wo muss ich ihn hin? Ah, jetzt mein Kompass wieder da. Wunderschön. Holy crap. Geradeaus, geradeaus. Hier durch? Hier rein? Ey, das hat was. Ich muss in den Keller. Ach Gott im Himmel. Ja, ich könnte mir jetzt auch vorstellen, dass Jimmy jetzt gar nicht mehr da ist. Weil ich soll ja zu Jimmy gehen und Jimmy wird mich jetzt, schätze ich, nicht mehr jagen. Wir sind
würde ich sagen, im Finale angekommen. Gronda Finala von A Dead of Night. Ich bin gespannt, was abgeht. Wir gehen zum Keller, wir treffen Hugo, wir treffen Jimmy, wir treffen wahrscheinlich einen Mensch, einen Geist mit zwei Persönlichkeiten. Ich bin sehr gespannt. Holy shit. Es gibt nur noch eine Tür. Hier ist gar nichts mehr, ne? Nee. Let's go. Gehen wir in die Tür rein. Betrete den Raum. Mal gucken, was Jimmy uns zu sagen hat. Bin gespannt. Du hast 5 Verriegelungsschlüssel gefunden. Warte mal, das ist zeitbedingt. Das Spiel speichert hier zum letzten Mal. Du musst um deine Freunde retten. Sollte Jimmy dich fangen, heißt es Game Over? What the fuck? Ich weiß gar nicht, was ich machen muss. Was muss ich denn machen? Ich muss in die Lobby, oder? What the fuck? Bin absolut verwirrt. Das ist jetzt gar nicht gut. Okay, ich weiß nicht, was ich machen muss. Ich glaube, ich muss in die Lobby. Tja. Hi, Jimmy. Hi. Holy shit, ey.
Ich weiß halt nicht, wann ich wieder raus kann. Ich probier's mal. Ich muss es probieren. Ich kann jetzt hier nicht ewig warten. Okay. Mach halt. Der geht nicht! Doch, der geht. Was ist denn das? Ich weiß nicht, was ich machen muss. Muss ich in die Lobby? Oh, ich habe keine Ahnung. Ich muss meine Freunde retten, meine fünf. Was weiß ich, wie ich die rette, Alter. Ich würde am liebsten einfach nur gehen. Und tschüss. Adios. Nee, auch nicht. WTF, wo muss ich hin? Hotelausgangsschlüssel. Das ist der falsche Schlüssel. What the fuck? Wie viel Ausgänge gibt's denn hier? Okay. Hier, ach so. Oder auch nicht? Das ist doch... Oder hier? Auch nicht. Hä? Bin ich dumm? War das nicht hier? Doch? So, ich bin zu dumm. Da steht's doch. Zimmer 209, 303, 115, 210, 111. Da muss ich hin. Das sind die fünf Freunde. Dann fange ich mal an mit ersten Stock, weil ich gehe Zimmer 111 und 115. Und dann muss ich erst da abhauen. Und Jimmy darf mich nicht erwischen. Alter, leck mich doch fett. Okay, let's go. Zimmer 111 und 115. Boah, das wird ein Spaß, ey. Das wird richtig funny. Okay, erstes Stockwerk, come on. Zimmer 105, 111 und 115. Gehen wir erstmal dahin. Bitte, Jimmy, geh mir nicht auf den Sack. Und Jimmy darf mich nicht erwischen, ich hab's verstanden. 4. Es gibt's nicht. Es gibt es nicht. Das wird richtig lustig jetzt. Oh, fuck. Oh, vor allem dieses Zeitticken die ganze Zeit. Das ist so ein... Wage es nicht. Ich weiß nicht, wann ich gehen kann. Ich weiß nicht, wann clean ist. Das wollte ich nicht. Komm, ich probier's. Ich muss es ja irgendwann probieren. Ich weiß nicht, ob frei ist. Ach, leg mich mal. Ich geh wieder rein. Gar keinen Bock. Hey, du. Ich mach mal ganz kurz. Break. Ich muss nur noch fünf Freunde finden, ne? Das heißt, Freunde, warum denn eigentlich? Jimmy? Geh einfach. Keine Zeit. Ich hab keine Zeit. Ich muss fünf Freunde retten. Wenn du mich hast, ist es, ich weiß nicht, Game Over? Ist es, da gibt's bestimmt mehrere Enden, oder? So sechs verschiedene Enden. Ob wenn ich eine Person rette, wenn ich zwei, drei, vier, fünf rette oder gar keine rette. 100 pro. Ich geh raus. Sechs.
What? Wo ist denn der Raum? Hier? Hier. Nein, hä? Ey, das ist jetzt wieder Verarsche. Acht. Kack mich ein gleich. Hundertelf. Die aufgesperrten Reihen, was ist da? Holy shit. What? Get to the elevator as quickly as you can. Warte, bis sie entkommen sind. Ich wusste gar nicht, dass hier Leute eingesperrt waren. WTF? Okay, jetzt geht's. 115 würde ich jetzt ganz gerne rein. Das Ding ist, es heißt, da warte, bis sie entkommen sind, ne? Alles schön und gut. Und meine Frage ist. Meine Frage ist halt einfach, erst wenn alle weg sind, oder wer ist das? Ich wusste gar nicht, dass da Leute eingesperrt sind. Oder waren, oder jetzt. Oh, ich muss sie rausschicken auch, ne? Heißt am besten nicht. Am besten nicht, wenn Jimmy vor der Tür ist. Keine Ahnung. Get to the stairs as quickly as you can. Die. Ja, vielleicht. Ja. Stirb nicht. Hoch. Bin mir jetzt nicht so ganz sicher, dass das geklappt hat, ne? Läuft. Kann ich die nicht einfach zurücklassen und einfach selber gehen? So. Weil ich glaube, ich habe jetzt schon jemand gekillt. Oder was auch immer mit der passiert ist. Es geht weiter 209 und 210. Gut. Ich wollte mich nie verstecken. War aus Versehen. Es tut mir leid. Bitte sei da nicht, sonst bin ich voll am Arsch. Ich weiß ja gar nicht, wo ich lang muss. Ey, verliert man eh den Überblick viel zu leicht. Der ist hinter mir. Ich bin voll am Arsch. Komplett falsch gelaufen. Ich muss hier lang. Oh. Okay. Ich will das probieren. Ich krieg das hin. Das kriegen wir hin. Okay, jetzt bin ich auch nicht so blöd. Gut, das haben wir dahingestellt, ne? Ich gehe jetzt erstmal hier. Nein. Ich gehe jetzt erstmal hier hinten hin. Jetzt weiß ich ja, wie es klappt. Wie es geht. Der Spaß. So, 111. Wäre langweilig, wenn es alles so leicht direkt klappen würde, ne? Deswegen. So ein bisschen Spannung muss ja auch sein, so im Finale von A Dead of Night. Ja, die schafft es schon.
Ist sie jetzt entkommen oder nicht? Bin mir ja nicht sicher, ob ich sie auch getötet habe gerade. Na, tschüss. Oh shit. Komm schon. Boah, der ist jetzt so hart penetrant, das ist echt nicht normal. Dreht ja nicht die Tür auf, sonst muss ich nochmal von vorne anfangen. Ja, ich hatte das schon. Ich will es nochmal probieren. Oh Mann, ey, das kannst du mir nicht erzählen, dass es so schwer ist. Komm, das kriegen wir hin, ey. Das kann doch nie sein. Ist eigentlich auch nur so, weil der Jimmy halt gerade so ein bisschen arg penetrant ist, ne? Da kann ich auch nicht viel dran machen. Warte es mal. Okay, hört so, als wäre keiner da. Und jetzt höre ich ihn natürlich. Cool. Wartet, bis sie entkommen sind. Du musst noch 4 weitere Freunde retten. Ja. Hi. Boah, ist das schwer. Ist das schwer, ey. Ich will es auch nicht so schnell sein. Das ist hier, glaube ich, durch, ne? Nein, hier. Jo, ich habe ihn gehört. Ich habe ihn gehört. Rein da. Leck mich, Alter. Kratz mich mal. Der ist vor der Tür. Sag ich doch. Jetzt warte ich mal ganz kurz, bevor ich die hier rausschicke. Get to the elevator as quickly as you can. Ja, gib dein Bestes. Ja. Ich kann jetzt. Ja, was soll ich dazu noch sagen? Okay, wo muss ich denn jetzt eigentlich hin? Zweites Stockwerk, ne? 210 und 209. Die müssen doch nebeneinander sein. 210, 209. Komm schon, das kriege ich hin. Ich muss halt nur wissen, wie es weitergeht. Ich bin falsch, ne? Ich bin so absolut falsch. Das ist so das größte Problem an der Sache. Dass man den Weg nicht mehr zurückfindet. Aber ist okay, ich krieg das hin. Ja, ja, ja. Nee, 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 nee. Den hole ich mir. Das hole ich mir, Alter. Der holt mich hier jetzt nicht. Woher kommt der? Danke. Zweites Stockwerk.
Holy crap. 209, 210 muss ich jetzt hin. Boah, ich bin gerade richtig aufgeregt, ne? Ich hab gerade ein bisschen euer Flattern hier. 209 und 210. Komm, das kriege ich hin, verdammt. Ich weiß noch nicht mal, wo das war. War ja klar. 208? Hier hinten. 209, hier. Okay, da ist noch jemand. Ich warte mal ganz kurz. In der Hoffnung, dass er nicht da ist. Okay, sieht aber gut aus. Ich schick sie raus. Ich will gar nicht wissen, was jetzt passiert. Ich hab's nicht so mit den Leuten retten. Die sterben ja alle nacheinander weg, Mann. Was soll ich denn da tun? Es ist doch scheiße. Holy shit, Alter. In die Richtung muss ich. Ich warte mal ganz kurz, ne? Das ist ein bisschen doof. Hi, Jimmy Boy. Ich warte mal ganz kurz, bevor du wieder zurückkommst, weil ich muss in diese Richtung. Ich muss in 210 noch rein. Hab doch noch jemand. Es hört sich... Ich höre nichts. Ich probier's. Ich habe nichts gehört. Naughty Girl. Ey, wie du die anhörst, Alter. Okay, da ist noch jemand. Warum sind es alles Frauen? Was ist denn da los? Ich höre nichts, ich sehe nichts. Stirb. I'm sorry. 303 muss ich jetzt noch. Nichts. Ich höre nichts, ich sehe nichts. Ich höre ihn rechts, ich höre ihn neben mir. Ich höre ihn genau, wenn der jetzt irgendwas macht. Pff, 303 war's, ne? Ich glaube, 303 musste ich hin. Alter, fick mich hart, ey. Sorry. Da nicht. Nein! Ich pack's nicht. Hab ihn gehört. Aha. Ich schick dich jetzt mal nicht raus. Nee. Nicht so die beste Idee. Ich hatte noch ganz kurz. Okay.
Ich glaube, jetzt kann ich dich rausschicken. Get to the stairs as quickly as you can. Renn! Okay, jetzt muss ich nur zum Aufzug. Ey, komm, das... Du hast alle deine Freunde gerettet. Warte, bis sie bekommen. Entkommen. Das ist die letzte befreite Person. Jetzt finde den Ausgang und fliehe. Ich höre nichts. Ich weiß auch, ein Problem ist, ich weiß nicht mal, wie lange ich muss. Das ist falsch, ne? Das war ja klar. Es war klar. Wäre auch zu leicht gewesen, ne? Oh, fuck. Wehe! Wehe! Come on! Come on! Bitte nicht! Bitte nicht, bitte geh die Tür raus. Ey, ist das eine Scheiße, ey. Ist das ein unnötiger Bullshit, Alter. Ey, was soll denn diese Scheiße, echt? Ist das unnötig? Also das ist jetzt nur noch nervig, wirklich. Vor allem, das ist so ein richtig unnötiges Endgame, was man da hat. Weil es halt einfach nur Luck ist, dass der blöde Wichser diese scheiß verfickte Tür aufmacht oder nicht. Was ein scheiß Bastardkind, echt, ey. Das regt mich jetzt auf. Merkt man vielleicht ein bisschen, ne? Wirklich, die Schläge hat er verdient, das Sack. Alter. Komm, ich... Ich freue mich nicht zu früh. Komm. Ich freue mich nicht zu früh. Ich traue dem Ganzen nicht. Ihr habt Herzrasen ohne Ende. Komm. Erdgeschoss. Der war noch nie in der Lobby. Wenn der jetzt in der Lobby ist, ich scheiß ihm auf seinen Baseballschläger, ne? Und schieb's ihn in seinen Arsch rein. No front. Ja. Fuck, ich muss die andere Tür nehmen. Ich muss die Tür nehmen. What? What the fuck? Oh mein Gott. Oh, wir haben's. Going to do it, Jimmy. I'm in charge. Not you. I'm in charge.
Holy shit. In jedem von uns steckt jemand anders, den wir nicht kennen. Er spricht zu uns in Träumen und erzählt uns, wie anders er uns sieht und als wir uns selbst sehen. Kalio. Alter, Schild, was ist denn jetzt los? Du kannst sie sehen. Mitten in der Nacht. Ist das ein anderes Spiel, was die da angeteasert haben? Oder machen? Tun? Wäre cool. Aber dann wäre schon wahrscheinlich was gekommen, oder? Jetzt nochmal die Darsteller. Holy shit. The Call, Heinz. Ich warte noch ein bisschen, vielleicht kommt noch irgendwas. Nach dem etwas längeren Projekt, das erste große Projekt, würde ich sogar sagen, ist auf meinem Channel. Kommt zum Ende oder ist zum Ende gekommen. Holy crap, Alter. Und die Nebendarsteller sind wahrscheinlich die... Nee, keine Ahnung. Daniel Aliferi, Luke Chase, Sam Follin, Jamie Follin, Tom Follin, Cliff. Ja, was läuft denn da? Komplette Family. Okay, war's das? Vielen Dank, dass du Dead of Night gespielt hast. Ja, immer gern. Boah, das war's. Das war's. Wir haben mit Dead of Night durchgespielt nach, was weiß ich, 11, 12 Spielstunden, was wir da gestern gebraucht haben. Und jetzt noch ein kleines Fazit von mir an dieses Spiel. Ich muss sagen, dieses Spiel hat mir was gegeben, was ich schon lange nicht mehr hatte. Einfach mal, ich habe es noch nie gesehen, dass realistische Charaktere in ein Spiel gebracht worden. Es wurde von der Umsetzung richtig gut umgesetzt. Auch mit den Zwischensequenzen, mit den Sachen finden, fand ich mega gut. Diese Idee habe ich noch nie gesehen. Gibt es vielleicht schon mal. Ich habe auch gesehen, die Entwickler haben mal einen Krimi gemacht, auch in der Art. Vor 2016, glaube ich, war das. Aber wenn diese Entwickler nochmal so ein Horror-Game machen, in dieser Art, mit einer guten Story, bin ich voll dabei. Die Story dann im Endeffekt, das Geheimnis war, dass, würde ich jetzt mal sagen, dass... gibt mehrere Geheimnisse. Ich schätze mal, dass Jimmy, also dass Hugo Jimmys Vater ist. Aber Jimmy auch irgendwie Hugo ist. Also das ist, ich fand es ein bisschen verwirrend. So, wenn ihr es besser wisst, schreibt es gerne in die Kommentare. Und ja, also ich muss sagen, weil dieses Spiel hat mir sehr gut gefallen. Auch vom Storyaufbau, von allem. Ein paar Scares waren auch ganz gut mit dabei. Jetzt würde ich dem Spiel noch eine ganz kleine Bewertung geben, weil es hat natürlich auch Mängel. Eigentlich würde ich dem Spiel, wenn man es jetzt dieses Spiel ohne die Bugs, was es hatte, und ohne das Endgame, würde ich dem Spiel eine 8 von 10 Punkten Bewertung geben, weil es einfach mega gut war. Aber es hat sich dann auch irgendwann wiederholt und es gab so ein paar Mängel, warum es halt nur eine 8 von 10 ist. Einmal mit Jimmy. Man konnte nicht abschätzen, wann Jimmy weg ist und wann er da ist. Nur wenn er was gesagt hat und die Stimme etwas weiter weg ist. So habe ich gerade das Endgame noch gepackt. Aber sonst war das komplett random. Was ich sehr schade fand. Und die Bugs haben leider das Spiel auch sehr beeinflusst. Das Spiel kostet 12, 13 Euro und da gibt es viel zu viele Bugs. Viel zu viele Cutscenes, die da mal nicht kommen. Das ist schon, mal klar kann man sagen, für so ein Spiel ein paar Bugs okay, aber das war halt, das sind halt schon große Bugs, Fehler, die da sind. Und ich sag mal, mit den Bugs und mit diesem Endgame, was zum Schluss war, dieses Endgame war der größte Scheiß, wirklich. Weil es auch hier, man weiß nicht, wann Jimmy da ist, wann er nicht da ist. Es ist richtig lucky. Ich habe
jetzt für dieses Endgame fast 2 Stunden gebraucht, bis ich es geschafft habe. Es ist komplette Verzweiflung und man braucht es nicht. Ich finde, man braucht dieses Endgame nicht. Man hätte es auch anders lösen können oder vielleicht nur 2, 3 Leute retten können. Keine Ahnung, aber es ist nicht nötig. Mit dem Endgame und mit dem Bugs hat das Spiel leider nur eine 7 von 10. Einfach, weil das sehr runter bewertet. Aber trotzdem würde ich sagen, im Endeffekt eine 8 von 10. Weil es trotzdem mir die meiste Zeit sehr Spaß gemacht hat. Ich hatte wirklich dauerhaft Lust, dieses Spiel zu spielen. Und da möchte ich es jetzt nicht von den paar Bugs und von dem Endgame noch ausmachen. Also diese 18 Punkte, das hat es definitiv verdient. Ich hoffe natürlich, dass sowas kommt nochmal von den Entwicklern. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, das Ganze aufzunehmen, auch das Projekt. Und ich hoffe natürlich, euch hat das Ganze gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da, ein Like, schreibt gerne irgendwas in die Kommentare. Oder wenn ihr so ähnliche Spiele habt, schreibt es in die Kommentare. Gibt mir ein paar Tipps, was ich spielen kann. Und wir sehen uns, hören uns im nächsten Video beim nächsten Projekt. Ich habe da was in Sicht. Bis dann, macht's gut. Tschüss.